Konferenz nach dem Niederbayern-Derby EV Landshut gegen den Deggendorfer SC. Der Endstand vor 2848 Besuchern im Eisstadion am Gutenbergweg 1:3 für die Gäste aus Deggendorf. Bei mir sind wie immer die beiden Trainer, John Sisinski vom Deggendorfer SC und Axel Kammerer vom EV Landshut. Ja, John, herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg heute hier bei uns. Wie fällt dein Fazit aus und ja, was sagst du allgemein zum Spiel? Ja, guten Abend. Ich glaube, wir haben wirklich ein spannendes Spiel gesehen. Vor allem im ersten Zweidrittel waren für mich zu viele Riesenchancen dabei auf beide Seiten. Beide Torhüter waren wirklich stark, aber ja, das Spiel ist wirklich hin und her gegangen. Wir waren glücklicherweise 2-1 in Führung, haben dann im letzten Drittel diese ganz wichtige dritte Tor und haben das wirklich, wirklich clever runtergespielt, obwohl wir am Ende keinen Druck gemacht haben bei dieser 5-Minuten Überzahl. Wir haben die Scheibe wirklich im Griff gehabt und die Uhr runter gespielt. Wir wissen, wie schwer es ist, hier 3 Punkte zu holen. Das ist, glaube ich, nur die zweite oder dritte Niederlage in dieser Saison. Deswegen sind wir sehr froh. Es war wirklich ein Kampf von Anfang bis zum Ende bei meinen Jungs und Cody Brenner war wirklich stark im Tor. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Es war wirklich ein Playoff-Spiel heute Abend und das können wir die nächste Zeit auch erwarten. Dankeschön. Ja, vielen Dank schon. Ja, Axel, 1:0 haben wir geführt, dann leider nicht das 2:0 machen können. Wie ist dein Fazit zur Partie heute? Ja, guten Abend. Ich gratuliere Herrn John und seiner Mannschaft zum Sieg. Wir haben sehr gut begonnen, wir haben ein sehr gutes erste Drittel gespielt. Wir haben das Spiel eigentlich im Griff gehabt und dann mit Strafzeiten Ende erste Drittel und Beginn zweite Drittel haben wir dann ein bisschen den Faden verloren und da ist eine riesen Hektik aufgekommen. Da war natürlich auch die eine oder andere Strafzeit auch ein bisschen zweifelhaft, aber gut. Mit dem müssen wir halt leben und dann, sie haben 2-1 geschossen, dann 2-1. Ab der 30. haben wir uns dann wieder ein bisschen besser gefangen. Wobei es dann schwierig war, weil Deggendorf hat sehr gut verteidigt, das muss man auch sagen. Die waren sehr, sehr gut gestanden und auch der Cody Brenner hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten genügend Chancen noch und wir müssen es uns eigentlich an uns selber, also ich will jetzt die Leistung von Deggendorf nicht schmälern, aber wir hatten genügend Torchancen, wir haben es nicht genutzt, wir haben viele, viele, viele Scheiben am Tor vorbeigeschossen und der Wille war da, aber wir waren nicht clever genug und Deggendorf hat dann das wirklich sehr, sehr gut über die Zeit gebracht und sehr gut verteidigt. Es war schwierig, aber trotzdem hatten wir die Chancen und wie schon gesagt, der Wille war da, aber wir waren nicht clever genug. Vielen Dank, Axel. Fragen von Seiten der Presse. Tobi Nagler von der Landshuter Zeitung. An Axel Kammerer. Letzten Freitag, Thema Jackson Kuhn, letzten Freitag in Rosenheim schon ein Spiel da, heute wieder. Heute zum ungünstigsten Zeitpunkt. Gibt es irgendwie ein Gespräch mit ihm? Die Frage geht nach der Spieldauer des Trainerstrafes von Jackson Kuhn, wie der Axel das sieht und wie kann man das vor allem einordnen kann nach der Spieldauerstrafe in Rosenheim letzte Woche. Was sagst du dazu? Ja gut, es war in Rosenheim auch schon nach dem ungünstigsten Zeitpunkt. So war es jetzt auch nicht. Wir haben es 3:3 geschossen und dann hat es die Spieldauer gegeben. Ich muss ehrlich zu sein, natürlich wird es ein Gespräch geben. Das ist ja ganz klar, wenn du eine zweite Spieldauer innerhalb von 3 Spielen hast und in so einem Spiel, du musst auch mental stark sein. Allerdings, Willi, ich habe ihn jetzt nicht mehr gesehen. Ich muss jetzt ganz ehrlich, ich muss morgen mit ihm sprechen. Ich habe die 10 Jahre nicht gesehen, es war zu weit weg. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem, man braucht auch eine mentale Toughness, mentale Cleverness und 2 Spieler innerhalb von 3 Spielen, das ist natürlich schlecht. Vor allem in so engen Spielen gegen so einen starken Gegner. Ja, weitere Fragen gibt's nicht. Dann schauen wir mal auf die anderen Spielstände. Die Spiele sind alle noch nicht beendet. Selber Wölfe führen 4:2 gegen den ERC Sonthofen nach 49 Spielminuten. Besonders interessiert dürften die Gäste sein am Spiel Weiden gegen Rosenheim. Da steht es 5:3 für die Blue Devils Weiden nach 48 Spielminuten. Und die Eisbären Regensburg führen mit 6:3 gegen den EC Fighting nach 46 Spielminuten. Ja, der Mannschaft steht ein schweres Spiel bevor am Sonntag im Fighting. Dafür viel Erfolg und dass wir das nötige Quäntchen Glück auch vor Tor wieder haben. Am Freitag dann das Ostbayern-Derby gegen die Eisbären Regensburg. Der Spielbeginn ist wie immer um 19:30 Uhr. Und
Wir legen Ihnen natürlich noch ans Herz, bestellen Sie sich das Jubiläums-Playoff-Trikot, das wir Ihnen exklusiv vorgestellt haben heute hier im Stadion. Auf Facebook und auf der Homepage können Sie natürlich alle Fotos dazu sehen. Wenn es bis zum nächsten Heimspiel gegen Regensburg vorgestellt wird, garantieren wir die Auslieferung pünktlich zum Playoff-Start hier bei uns in Landshut. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele sich dieses exklusive Trikot holen. 79 Euro kostet es, Vorbestellungen auch sofort. John, viel Erfolg weiterhin. Schauen wir mal, ob wir uns diese Saison nochmal persönlich hier sehen. Wir wissen es nicht. Axel, viel Erfolg am Sonntag. Vielen Dank an Radio Draußen, unseren heutigen Sponsor des Tages und den Radiopartner des EV Landshut. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Kommt's gut ran. Dr. Dr. ist ja wie weit. Macht euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald. Von Servus.